Hallo und ein herzliches Willkommen an alle zu diesem ersten Durchgang, Test, Testballon, Versuchsballon. Hallo von Fission Superstar X. Danke für die Frage. Auch mir geht's gut. Auch wenn meine Ärzte das bezweifeln mögen. Aber gerade als Streamer und YouTuber geht's mir gut, weil ich kriege weiter Anerkennung von Spieleentwicklern und zum Beispiel den Key für die Vorab-Preview von Superstar X, Fission Superstar X. Die Story ist, dass wir vom etwas leicht verrückten Professor Leopold den Auftrag bekommen, seiner neuesten Erfindung einen Traum zu erfüllen. Seine Erfindung ist eine Atombombe und sie redet mit ihm und sie möchte ein Superstar werden. Nein, er ist überhaupt nicht wahnsinnig. Deswegen schickt er uns auch nur auf eine Selbstmordmission. Meine liebe Bombe Celine wird eine Tour durchs Sonnensystem machen. Sie wird eine Landung auf jedem Planeten vom Pluto bis zur Erde durchführen. Erst habe ich gedacht, ich sollte sie atomisieren, aber dann dachte ich mir, das ist einfach nur blöd. Eine riesige Bombe auf eine Bühne zu bringen, ist viel logischer. Ah, ich verstehe. Erzählen. Machen wir ausgeglichen oder? Ja, machen wir erstmal ausgeglichen. Auch im Real Life geht's mir gut. Die Wohnung ist halbwegs umgeräumt und ich kann mich endlich wieder um ein paar Sachen kümmern. Ja, suchen wir uns ein Schiff aus. Ich glaube, wir haben noch gar keine anderen Schiffe zur Auswahl, was durchaus Sinn machen würde. Meine Ärzte sagen, keine Ahnung, ich höre denen nicht mehr zu. XB-666 Bomber. Klingt gut. Wir nehmen mal den Ingenieur mit. Sieht der Mann nicht vertrauenswürdig aus? Lasst euch von meiner Bombe unterhalten. Levellängenbegrenzer, Weltraumschwierigkeiten. Nicht anfassen, ha? So, wir haben Energie, Schilder und Waffen, Geld, um Zeug zu kaufen, ne? Lebensmittel, Munition für manche Waffen,
Schadensanzeige. Schießen. Schild. Spielen mit der Maus. Bewegen mit WASD. 1, 2, 3. Okay. Krieg ich bestimmt nicht hin, aber das ist ja der Spaß bei solchen Spielen. Ich finde den kompletten Stil des Spiels einfach faszinierend. Da hat sich jemand sehr, sehr viel Mühe gemacht und sehr viel Leidenschaft reingesteckt. Okay, bis jetzt geht's noch. Ich meine, ich habe ja auch Death Pit Marks geschafft, ne? Also. Boah, dieser Blindspot stört aber immens. Das ist großartig. Das? Oh, oh, die Lebensenergie ist. Die verwirren mich. Wie kann nicht jeder von unseren Bemühungen begeistert sein? Waffenladen. Oh, das ist wie bei Death Skidmarks, nur mit mehr Straßen. Oh, das ist gut, das ist gut, das gefällt mir. Leute rekrutieren. Captain L. Mutt. Ah, okay. Ja, wir haben nicht genügend Geld für... Boah, Schweinerei. Just Damn... Oh mein Gott, die haben nach YouTubern Leute benannt. Und speichern kann ich zwischenleveln, das ist gut. Ah, ich... Und die Musik. Habe ich schon gesagt, dass der Artstyle total mein Ding ist? So, jetzt haben wir auch vorne... Ja, auf mit der Schweinerei. Ach, müssen wir das auch noch fangen, das Zeug? Natürlich. Vielleicht gibt es ja ein Upgrade für das Schiff. Oh, Alter. Ich habe das Spiel gesehen und habe mir von Anfang an gedacht, ja, das ist so ein Spiel, das spielst du lange. Schiff ist noch soweit in Ordnung. Ja.
Ey, und Rabatt gibt's auch noch. Ich bin verliebt. Das Spiel ist großartig. Aha, höhere Feuergeschwindigkeit, aber ein bisschen weniger Schaden. Oh, ist das großartig. Wir hätten das Gewehr besser hinten angebaut. Der ist hartnäckig, ja? Außerdem kann ich nicht gut schießen. Ich bin begeistert. Ich hab's gesehen und hab mir gedacht, ja, wie Death Git Marks. Polizei? Achtung, Abfangen steht bevor. Schurkenschiff, rechts ranfahren, jetzt. Nein! Ich hätte gerne noch jemanden für uns. Little Joe, huh? Ah, großartig. Ich liebe es. Wonderful. Astonishing. Amazing. Okay. Und ich kann mir vorstellen, wie das mit anderen Schiffen wird, mit noch... Warum kann ich nicht mehr nach vorne? Ach, toll. Das ist eine von den Kanonen, die... Okay, das Maschinengewehr verbraucht auch. Wow! Was bist du denn? Und will ich das überhaupt wissen? King Vomit. König Kotze. Aha. Glaube ich.
Hilfe verbrauchen diese Waffen schnell ohne Munition. Was für Skaten? Wir könnten segeln. Oh mein Gott, ist das Spiel großartig. Und das ist eine Preview, da ist es. Oh, im Himmel. Im Übrigen, ich habe das noch gar nicht erwähnt, das Spiel kommt im ersten Quartal raus, ne? 2019. Das ist nur eine Early Access Preview. Eine Demo von dem, was möglich sein soll. Ah, reparieren. Leute heilen. Oh, können wir uns alles nicht leisten. Aber wir können uns Munition leisten. Und die Musik ist auch großartig. Oh, 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 was ist... Die ziehen uns. Ah, okay. Und ziehen uns dann eventuell in eine Position, die für uns extrem ungünstig sein könnte. Okay. Cool. Oh, ich bin begeistert. Ich bin sowas von begeistert. Oh, ja, ja. Das, wir verlieren wahrscheinlich bald das Schiff. Das ist ein Roguelite. Ist gar nicht anders möglich, als dass wir das Schiff verlieren. Mindestens 100 Mal, bevor wir überhaupt ans Ziel kommen. Es gibt ja auch noch keinerlei Anleitungen in irgendeiner Art und Weise oder Tutorial. Ja. Space, Game Over from Space. Ja. Sie haben mir gesagt, dass ich diesen Bildschirm sehr häufig sehen würde. Oh ja. DNA-Punkte verdient 0. Okay. Ich vermute, das sind die, die wir am Anfang für unseren Klon ausgeben können. Ich spiele mal sofort ein neues Spiel. Oh, stimmt, wir haben ein Schild. Werden wir dieses Mal auf jeden Fall ausprobieren. Dass ich überhaupt so weit gekommen bin und total vergessen habe, dass es ein Schild gibt. Das sind noch die einfachen Schiffe, mit denen kommen wir ja noch halbwegs klar. Ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr mir das gefällt. Das ist
total Death Skidmarks, aber großartig. Ich denke mal erstmal Crew. Oh mein Gott, ist das großartig. Eindeutig ein Kill-Raffi, ja. Dr. Wesley. Das Schiff direkt voll. Großartig. Denk an Schild. Das ist ein Schild. Wir sind ja noch harmlos. Energie lädt sich langsam wieder auf. Ja, haben wir aber kein ansatzweise Geld. Oh, und die Musik ist ein Traum. So eine Heckkettensäge, ne? Stelle ich mir jetzt als nicht die effizienteste Waffe vor. Oh Mann. Und diese abwechslungsreichen Schiffdesigns. Und das ist noch ein, ja, doch, das ist ein Early Preview. Wenn ich mir vorstelle, was aus dem Spiel noch wird. Oh, ich meine, was ist aus Death Skidmarks geworden mit der Zeit? Ship Services haben wir noch nicht, ne? Ah, okay, hier können wir upgraden. Und wir haben kein Geld dafür. Aha. Was für eine Verschwendung. Weiter! Das ist perfekt, das ist eine Musik, die kann man stundenlang hören.
Kuiper Junkers. Naja, also Spielmusik ist meiner Meinung nach schon immer wichtiger gewesen als Grafik und wow. Ja. Die passt, die zieht. Verschwindung, was ich da gerade gemacht habe. Polizei anwesend. Wir nehmen den Waffenshop. Nicht, dass ich Angst vor Polizei hätte. Schau mal hier. Kurzläufige 88er. Okay. Das ist... Ah, die Bombe! Okay, das ging jetzt schneller vorbei als ich dachte. Aber wir werden besser. Glaube ich. Keine Ahnung, wir machen weiter. Ich trinke mal einen Schluck zwischendurch. Aber hey, großartiges Spiel. Ganz, ganz großartiges Spiel. Bin total begeistert, kann gar nicht abwarten, was sie noch alles mit reinbringen. Ja, zwei DNA-Punkte. Okay, langsam verstehe ich, das ist Energieverbrauch, das ist wahrscheinlich die Feuergeschwindigkeit und das ist die Präzision. Wir versuchen es zur Abwechslung mal mit einer Kanone. Aber dafür eine große.
Okay, das beschleunigt einiges. Oha! Ey, können sich gegenseitig beschießen auf dem Weg. Großartig. Okay, ist nicht ganz so einfach. Oh Mann, es gibt so viel zu sehen in diesem Spiel. Ich bin begeistert. Wissenschaftler, Ingenieur. Natürlich das Leben leichter machen. Oh, das war eine gute Entscheidung. Denke, ich möchte erstmal definitiv mehr Crew haben. Okay, es sind Schnäppchen. Captain Jerk. Okay. Aber ein gutes Gefühl. Wir werden langsamer sterben. Sobald wir eine Chance haben, werden wir den irgendwie ersetzen.
Toll, das hilft uns ja überhaupt nichts. Ein bisschen Munition mitnehmen und weiter. Das Spiel ist großartig. Ich könnte das tagelang machen. Und aller Wahrscheinlichkeit nach werde ich das tagelang machen. Ich meine, klar, ich werde arg weiterspielen und ich habe auch noch andere neue Sachen, die ich ausprobieren will. Justin Deerstair. Mhm. 10 Lamox. Gebräunter Depp, huh? Für 415? Also sein Skill-Training ist niedriger, aber... dafür hält er länger durch. Also denkst du bist besser als meine Klone? Ja. Ich gehe schwer davon aus. Ich vermute mal, es werden noch mehr Musiktracks dazu kommen, aber der ist schon großartig. Auch schön wäre, wenn man den, wenn man das Schild vielleicht durch sowas wie einen Beutemagneten oder so ersetzen könnte. Natürlich. I sigh. Mhm. Ah, die Werte sind ganz schön gut. Na, Churchill Jeff behalten wir mal. Der erinnert mich an The Chaos Engine, den Professor aus dem Spiel. Oh, oh. Nee, wir hören nicht auf, wir machen weiter. Ach, sieh mal an. Ich habe mir schon mal gekillt. Ah, cool. Okay, wenn man es mal raus hat. Okay, die haben wir mal ziemlich geschickt verfehlt.
Sieht aus wie ein fliegender Süßigkeitenautomat. Momentan fehlt es Energie. Geld für. Ah, ich will es mal wenigstens ansehen. Ist aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Und das Spiel selber? Großartig. Ja, ich weiß, dass wir wenig Energie haben. Das heißt ja nicht, dass die aufhören würden, auf uns zu schießen. Brauchen definitiv Upgrades. Wow. Okay, der Ingenieur ist auf jeden Fall schon mal Gold wert. 540, das ist nicht. Reicht so ziemlich für gar nichts. Munition hätten wir aber nicht gebraucht, wir brauchen Geld.
sieht schon mal ein ganzes Stück besser aus. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung war. Schiff ist soweit in Ordnung. Die Crew ist. Schon wieder Weltraumwahl. Oh mein Gott! Wir haben Pluto erreicht! Gerade jetzt ist das MG vorne drin. Gold. Ja! Wir rocken Pluto! Space Victory from Space? Big Nude Dudes. Durchlauf beenden. Hm.
neues Schiff an. Oh, ist das so eine gute... Ja, komm. Pluto war eh kein Planet. Ups. Schnell, aber leichter gepanzert. Wir versuchen unser Glück. Ist auch ein ganzes Stück kleiner. Aber Flexibilität ist auch nicht zu unterschätzen. Wenn es darum geht, Geld einzusammeln. Aber hauptsächlich Geld. Momentan geht man nichts anderes. Bearweiser Burglar. Bobfitter. kein sonderlich guter Ingenieur. Huh? Oh ja, ich merke schon, wie viel einfacher es ist, mit diesem Chip hier das Geld einzusammeln. Und die Munition. Mehr bitte. Heilen brauchen wir keinen. Django, huh? Fix it all. Oh, he dude. Aber guckt euch seine Werte an.
schlecht. Captain Dancing Bear. Professor Radical, okay. Doktor. Deutlich besser mit der Anordnung der Waffen zurecht. Obwohl die eigentlich nicht so unterschiedlich sind. Gar nicht schlecht. Crew oder Waffen? Ich nehme Waffen. Okay, weiter, weiter, weiter. Kommt keiner spielen? Ich dachte schon, ihr mögt uns nicht mehr. We'll be right back.
vorsichtig mit dieser Bombe. Ah, geil! Ist das geil, ein Motorrad mit Kettensägenrad. Ein Space-Motorrad mit Kettensägenrad, wohlgemerkt. Doch sind einige Soundtracks schon drin, die es extrem in sich haben. Oh. Da haben wir aber ordentlich. Das Schiff repariert. Aber großartig, ich bin begeistert, ich bin sowas von begeistert. Wenigstens einen davon. Der hat uns extrem ungünstig erwischt. Special Cruise Shop, Special Ship Shop. Ja, wenn unser Pilot drauf geht. Ich hätte unser Geld gerne in den Special Weapon Shop getragen.
habe ich befürchtet. Großartig. Echt großartig. Ich liebe es. Das Spiel wird uns auf jeden Fall noch ein bisschen begleiten. Ich bin begeistert. Oh ja. Trotzdem muss ich leider jetzt aufhören. Ich will nicht, aber ich muss. Außerdem kommt heute Abend auch noch Ark und ich habe da ja noch andere Spiele an der Hand. Aber das spielen wir definitiv weiter. Ich weiß noch, wie unendlich viel Spaß ich bei Deathgrid Marks hatte und ich sehe, dass ich genauso viel Spaß bei diesem Spiel haben werde. Und ich freue mich darauf. Danke fürs mit dabei sein. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Wenn ja, gebt dem Spiel einen Daumen hoch. Naja, gebt dem Video einen Daumen hoch und guckt euch das Spiel mal über den Link, den ich in die Videobeschreibung gepackt habe, an. Wenn es nicht gefallen hat, könnt ihr mir das natürlich genauso sagen. Alle Vorschläge könnt ihr genauso gut in die Kommentarsektion posten. Ich lese meine Kommentare immer und ich antworte immer, wenn eine Antwort notwendig ist. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns, wenn wir das nächste Schiff zu Schrott fliegen. Bis dahin!